Herzlich willkommen, meine Freunde, zu Final Fantasy 9. In der letzten Folge haben wir ein wenig trainiert. Ich denke mal, ihr werdet das alle mitbekommen haben. Und jetzt sind wir alle auf einem zweistelligen Niveau. Als nächstes werden wir, bevor wir großartig weitermachen, den Koopa um ein Zelt bitten. Wir haben ja noch ein paar. Und nachdem wir das Zelt benutzt haben, machen wir uns auf den Weg Richtung Ausgang. Denn es ist nicht mehr weit. Und so blöd das leider klingt, CD1 ist leider auch nicht mehr so lang. Ja, so lang ist die CD leider auch nicht mehr. Schade eigentlich. Weil ich finde, so langsam kommt es erst in Fahrt, die Story, und wir sind ja erst zu viert und es kommen ja noch einige an Mitgliedern, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt. Hoffe ich mal für euch, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn. So, Feuer auf alle beide. Das tut mir jetzt leid, das soll jetzt gar kein Training werden, sondern das geht jetzt hier einfach nur darum, diese Mistviecher in den Boden zu stampfen. Ja, Esprit, das ist natürlich eine Sache, die ich überhaupt nicht leiden kann. Also, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nicht. Und warum die jetzt eigentlich schon wieder angreifen dürfen, das ist mir auch ganz ungewiss, muss ich ehrlich sagen. Schließlich geht es hier darum, dass wir hier immer noch nicht mit 3 angegriffen haben, während die hier mit 2-mal schon jeder angegriffen hat. Nummer 1 ist erledigt. Jetzt greift er schon wieder an, der Sack. Oh, bin ich schlecht geworden in Final Fantasy. Oh, das war's. Gut, das kann man natürlich dann auch so regeln, Vivi, anstatt einfach mit einem Stab in sein Gesicht. Okay. Müssten mal... Oh, ich habe vergessen, meinen Timer anzumachen. Das muss ich gleich mal machen, denn wir werden ja wieder die Cuts für die Folge brauchen. Das ist natürlich ganz essentiell. So, wir werden jetzt erstmal wieder ein bisschen Heilung vertragen können. So, Vivi, du kannst natürlich auch nochmal schön ein bisschen was an Heilung gebrauchen. Alles klärchen. So, als nächstes sind wir dann in dem Raum, wo es eigentlich direkt... Nee, ein Raum da. Nee, wir sind schon in dem Raum. So, wir gehen mal jetzt darüber. Das sind ja... Eier! Ja, sieh dann, das sind... Und diese seltsame Maschine legt sie. Diese Maschine scheint zwar nicht von Nebel angetrieben zu werden, aber zweifelsohne kommt da Nebel raus. Ist ja komisch. Gehen wir mal weiter. Das ist jetzt übrigens der Ausgang gleich. Gisarkraut. Für den Chocobo. Sieht so aus, als würde das Laufband von einem Chocobo angetrieben werden. Aber wenn sie schon bei der einen Maschine Nebel verwenden, warum dann hier so altbacken? Ich verstehe das jetzt auch nicht so ganz, aber... Wollen wir da wirklich rein? Was ist das hier jetzt? Sieht aus, als würde die Maschine Nebel verwenden, aber sie scheint ganz anders zu funktionieren als der Motor unseres Theaterschiffes. Ganz seltsame Sachen hier. Okay, dann gehen wir mal rein. Natürlich erstmal noch einen Kampf hinterher. So, aber ich gönne mir erstmal noch einen Schluck O-Saft, Leute. Das sage ich euch. Das gibt's ja wohl nicht. Wir müssten jetzt mit... Oh fuck, 3 Stück, das geht mir natürlich auf die ganz großen Nüsse. Attacke. Ewi, wir brauchen deine Black Magic. So, was machst du jetzt? Unsere kleine Magierin. Die wird jetzt erstmal hier schön eine Vita raushauen für alle. Und natürlich, bevor wir einmal angreifen dürfen, dürfen die 3-mal angreifen. Jawollo, so muss das sein.
nicht anders natürlich. Und zack! Den ersten hat's erwischt. Und zack! Den zweiten erwischt's vielleicht auch noch. Nee, natürlich nicht. Da erwischt's den jetzt aber. Vita, bitte. Warum Esprit? Wieso darf der angreifen, bevor wir überhaupt noch unsere... Wir werden gar keine Mana-Punkte mehr haben, bevor dieser Kampf zu Ende ist. Ehrlich, Mann, das ist echt... Das ist madig. Vivi braucht Mana, sonst ist es erledigt, das Thema mit uns. Das ist echt madig. Jetzt greifen die Wichser schon wieder an. Ich glaube, es hackt. Was ist das hier für eine Gerechtigkeit? Ach komm, leck mich doch fett am Sack. Irgendwie geht mir das gerade voll auf die Nüsse. Zack, mal hin, fertig, bitte. Komm, Vivi, bitte. Danke. Wurde aber auch Zeit. Das haben mir jetzt echt die Nüsse weggelagen. Vor allem, weil Vivi ja braucht gleich noch seine ganzen XPs. So, wir haben hier... Okay. Bestientöter. So, wir haben einiges an Jill, muss man schon sagen. Und das ist natürlich auch sehr gut so. Aber ich bin gespannt, was uns da... Wow! Ich glaube, ich kann was erkennen. Nein, doch nicht. Aber ich höre etwas. Schlüpfen die Eier gerade etwa? Oh my goodness. Ja, sie schlüpfen. Was ist das fürs Mana? Wir haben echt nicht mehr viel von diesen Scheißdingern und... Egal. Kann man jetzt nicht ändern. Was... Was ist das? Was ist das hier? Also, bis auf einige Details natürlich sehen die Vivi aber ziemlich ähnlich. Was sind die? Puppen vielleicht? Hä? Da kommt wer. Vivi. Lilly. Das kann doch nicht. Hat etwa Mutter... Oh fuck, man. Warum? Da habe ich wohl keine andere Wahl. Bam. Au. Hilfe. Was machst du da, Sidan? Ah, lass mich los. Entschuldige, aber jetzt kein Mucks mehr. Nanu? Was war das gerade für ein Geräusch? Da war nichts. Passt schon. Echt? Soll mir recht sein. Es wird langsam Zeit. Etwas schneller, bitte. Immer mit der Ruhe, junger Mann. Sieh dann. Vivi. Was sind jetzt alle drei verpackt oder was? Oh Wahnsinn, wie geil. Sind jetzt alle drei echt verpackt worden. So, und Steiner hat es jetzt geschafft, an diese Spitzkuppel zu kommen. Ich bitte euch. Es gibt eine Persönlichkeit, die unverzüglich in das Schloss zurückgebracht werden muss. Wann wird das Frachtschiff hier eintreffen? Gommel. So sollte es stimmen. So, jetzt gehen wir erstmal die Treppen runter. Da wir vorhin hier noch nicht waren, müssen wir hier erstmal... Haben wir hier noch zwei Trüchen, und zwar Nummer 1. Mit einer Heilportion. Und Nummer 2 war irgendwo hier, glaube ich. Genau, da haben wir die zweite. So, und jetzt ansprechen. Ich hab dir nichts zu erzählen. Wir gehen rein. Und zwar mit ihm gemeinsam. Dieser Duft beruhigt meine alte Seele. Willst du nicht auch eine Tasse?
Habt Dank. Aber ich bin nicht gekommen, um ein Kaffeekränzchen abzuhalten. Nun sagt mir doch, wann das Frachtschiff eintrifft. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, im Namen Ihrer Majestät diesen Leuchtturm zu beschlagnahmen. Und dann? Dann werde ich euch befehlen, mir diese gesamten Ankunftszeiten des Frachtschiffs aufzusagen. So sagt es mir doch. Deine Trotzköpfigkeit hat dich, jungen Mann, doch bestimmt schon in die ein oder andere Verlegenheit gebracht. Was spielt das schon für eine Rolle? Das richtige Tun, darauf kommt es an. Oh, du meinst also zu wissen, was richtig und falsch ist. Ob falsch oder richtig, das weiß doch jedes Kind. Du scheinst mir ja noch jünger zu sein, als du nicht aussiehst. Wann wird das Frachtschiff hier eintreffen? Es sollte schon längst gelandet sein. Wahrscheinlich werden soeben die letzten Güter verladen. Was? Ich muss mich beeilen. Habt Dank. Weg hier, Steiner. Na los, Steiner. Da ist das ja. Das Frachtschiff. Jetzt kann ich endlich die Prinzessin in das Schloss bringen. Es stellt sich allein die Frage, wie ich die Prinzessin zum Einsteigen bewege. Was sehen meine Augen da? Was kommt da aus dem Boden hervor? Was sehen meine Augen da? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Ach so, diese Kisten. Oder Fässer. Wozu nur diese ganzen Marionetten? Seit wir vor einem halben Jahr mit der Produktion begonnen haben, sind schon eine ganze Menge vom Fließband gegangen. Ist doch egal, Hauptsache wir kommen so einfach an Geld als bei dieser lästigen Feldarbeit. Ja, da hat er recht. Da hat er recht. Was ist das? Da kommt irgendwas angestampft. Ach du liebe Güte, schau dir nur sein barbarisches Gesicht an. Oh oh. Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber nix wie weg hier. Ja. Alles weg. Alles weg. So, wir sind da. Wir sind da. Das war äußerst verdächtig. Was gibt es denn so viel aus diesem Dorf zu transportieren? Oha! Mir war doch so, als hätte sich das Fass gerade eben bewegt. Mit dem Schwert reinstoßen! Und rein damit! Nimm das! Ah! Aua! Was war denn das für eine Aktion, Alter? Kerl, du, was hättest du denn bitte gemacht, wenn du Lilly getroffen hättest? Die Prinzessin? Au. Aua, nicht so grob, bitte. Prinzessin, was geht hier vor sich? Was wieder dieser Kerl, der euch in diese Situation gebracht hat? Ruhe, Steiner. Jawohl. Oh, sieh dann. Ich weiß nicht, wie wir Vivi trösten können. Dass zwischen Vivi und dem königlichen Hof solch ein Zusammenhang bestand, das muss sich ja erst noch rausstellen. Auf jeden Fall sollten wir jetzt für Vivi da sein. Hey, kleiner Mann. Reiß dich zusammen, Steiner. Du darfst dein Vorhaben nicht aus den Augen verlieren. Ich muss die Prinzessin auf das Frachtschiff bringen, ohne dass sie Verdacht schöpft. Denn das ist es nicht mehr, denn dann ist es nicht mehr weit bis zum Schloss Alexandria. Sag mal, Alter, weißt du, wo das Frachtschiff hinfliegt? Nach Lindblom, wie mir zu Ohren gekommen ist. Korrekt. Von wem hast du denn die Information? Von dem alten Mann, der dort beim Leuchtturm wohnt. Auf ihn ist Verlass. Merkwürdig, merkwürdig. Da kommt etwas angeflogen. Oh. Ein Fixer. Prinzessin Garnet. Ihre Majestät, die Königin, erwartet dich im Schloss.
So ist das. Ihr seid also Handlanger der Königin. Ihr? Was erzählst du da? Als ihr alle in der Höhle des ewigen Eises umgekippt seid, hat mich auch so ein Überfall. Du warst es also, der den ersten Tenor besiegt hat? Ich bin der zweite schwarze Tenor. Ich bin in jeder Hinsicht dem ersten überlegen. Widerstand ist zwecklos. Prinzessin, sei schönartig. Nein! Ich werde nicht ins Schloss zurückkehren. Du besetzt dich? Ist dir klar, was das bedeutet? Was soll das? Es ist meine Aufgabe, die Prinzessin sicher wieder in das Schloss zurückzubringen. Das interessiert mich nicht. Widerstand ist zwecklos. Und ab in den Kampf, aber zuerst einen Schluck O-Saft, bitte. So. Nach diesem Kampf werden wir eine kleine Folgenpause machen. Beziehungsweise werden wir erstmal speichern gehen. Deine Freunde sind des Todes, Prinzessin. Ah ja. Erstmal schön in dein Gesicht, du Mongole. Dann klaut der bitte. Vivi benutzt bitte schwarze Magic. Bam! 350. Wir müssen aufpassen. Wir dürfen keine Zipfelmütze noch einmal. Weil da ist noch etwas, was wir brauchen können. Dürfen wir nicht fertig machen. 93 nur, das heißt, wir haben ungefähr um die 400 genützt. So spricht man einen Fluch. Feuer. Ja. So spricht man einen Heilzauber, du Mongole. Eis. Bam. Alter, das nützt aber nicht gerade wenig. Diebstahl fehlgeschlagen. Oh man. Jetzt erstmal eine Vita für uns alle. Eine Vita-Kur. Wir haben aber schon ewig viel Leben. Also. Teleportation. Zack. Bam. Und er ist Level 70. Level. Trance-Zustand, nicht Level 70. Oh man. Es ist schade, dass wir jetzt die Trance dafür haben. Für nichts und wieder nichts. Aber naja. Kann man jetzt nichts machen. Ist halt nun mal leider so. Clown. Ah, da haben wir den Lederpanzer. Zack, Feuer. Zack. Nee, mal nochmal was anderes. Hast du vielleicht was anderes noch gelernt? Blitz hast du noch. Hau mal einen Blitz rein. Und sie dann hat noch einen Trance-Angriff. Vielleicht kriegen wir den ja noch in dem Kampf. Und das müsste uns dann reichen. Meine Pflicht ist es, die Prinzessin zurückzubringen. Feuerer! Oh man, das hat ein bisschen was abgezogen. Dann machen wir halt nochmal den hier. Blitz! Kazam! Und jetzt nochmal sie dann. So spricht man einen Blitz. Blitz! Oh man. Der zieht aber ganz schön was ab. Muss man schon sagen. Blitz! Kazam! Ja, das war nicht, das war nicht. Also jetzt nochmal bitte eine Heilung. 320. So langsam müsste es vorbei sein. Oh. Oh man. Und jetzt ist sie dann wieder normal. Oh ja, jetzt ist vorbei. Wie konnte das nur? Und da haben wir den Kampf Shogi C-Shot. C-Fix nochmal. So, super Kampf, Leute. Alles klärchen. Der schwarze Tenor 2. Ob er wohl wirklich im Auftrag von Mutter handelte. Aber Prinzessin, wie könnt ihr so etwas nur denken? Schenkt den Worten dieses Unholdes keinen Glauben. Die Tatsache eurer hoheitlichen Herkunft lockt allerlei Gesindel an. Soll das heißen, die Menschen haben von meiner Herkunft erfahren?
Der angeborene Edelmut und das blaue Blut, das in euren Adern fließt, kann nicht so ohne weiteres versteckt werden, Prinzessin. Ja, also das sehe ich anders. Du hast natürlich keinen Plan von ihren Bemühungen, was, Alter? Dein Verhalten ist hier das Problem, weil du es mit deinem Oh, Prinzessin, Getue immer die ganze Welt wissen lässt. Ah ja, und wegen des Grenzübergangs, ja? Ich schlage vor, im Frachtschiff mitzufliegen. Mit dem Luftschiff ist es ja auch gar keine so große Distanz. Ist es ja gar nicht mehr so weit bis nach Lindblom. Ja. Aber wollen wir uns davor nicht ein wenig ausruhen? Ja, wir werden uns davor ausruhen. Alles klar, dann erstmal zurück ins Dorf. Vivi, mach dir keine Sorgen. Wenn du in unserer Nähe bleibst, wird dir nichts passieren. Der kleine arme Vivi. Tut mir schon leid, also. Sowas zu sehen. Das, nee, zurück zum Dorf, bitte. Das muss schon extremst wehtun. Aha, ja. Okay, kommen wir also ordentlich an diese Kackkiste. Naja, schade. Hätte ja sein können, dann können wir erst später da zurückkehren und uns diese Kiste nehmen. So. Dann wird es halt doch eine ungefähr 20-minütige Folge heute. Irgendwie, ja, lässt sich halt nicht anders cutten. Ich glaube, das freut euch bestimmt. So. Wie immer, voll am Pennen. Hallo? Hey, Achaje, bitte verzeiht, seid willkommen. Aber ich dachte, sie hätten ihn schon längst gefangen genommen. Was gibt's so blöd zu schauen, du Vollidiot? Na, ein hübsches Fräulein anstarren geziemt sich aber gar nicht. Nein, nicht das junge Fräulein, sondern, wie dem auch sei. Nur rein in die gute Stube. Ja, Entschuldigung. Oh, fuck, sorry. Muss ich mir mal aufschreiben, 19 Minuten muss ich was rausschneiden. Falls ich es nicht vergesse. Ruhig Blut, Kalle. Ruhig Blut. So, erstmal was trinken. So. Sind wir wieder voll? Jawohl. Wir können aber nochmal hier. Jetzt können wir nämlich alles mitnehmen, glaube ich. Aus diesem Ding hier. Potion. Und was war hier nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Antidot. Okay, das kann ich echt nicht mehr mitnehmen. Davon haben wir jetzt zu viele. Tja. Als nächstes speichern wir beim Mogri. Einfach um anzuzeigen, dass dieses Kapitel vollendet ist. So. Und als nächstes, meine Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Freut euch auf die spätere Folge Pokémon. Ich hoffe, ihr habt einen schönen einen schönen Abend dann auch noch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.